Hi Leute, willkommen zurück zum Kanal von Checkpoint Xander und heute geht es bei uns darum, welche Medien wir an der PlayStation 5 anschließen können und was wir vor allem dabei beachten sollten, damit uns kein Schaden entsteht. Wir fangen einmal an, es gibt natürlich hier die wunderbare PlayStation Kamera, ihr alle kennt den PlayStation Controller und dann gibt es externe Laufwerke wie zum Beispiel eine Festplatte für die PlayStation oder eben ein USB-Stick, welchen wir an die PlayStation anschließen können. Und gerade bei den externen Laufwerken gibt es einiges zu beachten. Zunächst wäre auf jeden Fall einmal die Frage, welche Laufwerke, Festplatten oder USB-Sticks können wir da überhaupt dran anschließen? Das möchte ich euch hier im Video kurz zeigen, beziehungsweise habe ich euch in der Beschreibung schon einige Festplatten hinterlegt, aber auch USB-Sticks, die mit der PlayStation 5 kompatibel sind und die ihr dann ohne Probleme anschließen könnt. Wäre nämlich sehr schade, wenn ihr ein externes Laufwerk kauft und das dann nicht mit der PlayStation funktioniert, denn viele Laufwerke funktionieren nicht mit der PlayStation. Von daher würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall da mal reinzuschauen, um entsprechende externe Laufwerke richtig zu kaufen. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man die entsprechend richtig anschließt. Wichtig ist natürlich, dass ihr die Laufwerke zunächst richtig an eure PlayStation anschließt und vor allem, dass ihr das hier niemals macht. Niemals die Festplatte oder den USB-Stick vorne an der Front von eurer PlayStation anschließen, denn das führt dazu, dass der USB-Stick oder die Festplatte nicht funktioniert, vor allem nicht an der PlayStation erkannt wird, auch wenn es eine Festplatte oder ein USB-Stick speziell für die PlayStation ist. Das heißt, wir nehmen unsere Medien immer hier vorne raus und packen die entsprechend hinten in die USB-Slots von der PlayStation und tun den Stick hinten auf der Rückseite in die PlayStation rein, damit dieser erkannt wird. Genau das gleiche machen wir natürlich auch mit der Festplatte. Die packen wir auch hinten rein an den USB-Stick und so wird auch gewährleistet, dass ein USB-Stick oder eine Festplatte, die mit der PlayStation kompatibel ist, auch entsprechend erkannt wird und funktioniert. Denn das ist nämlich das, was wir wollen. Solltest du deine Festplatte bzw. deinen USB-Stick nur als Datenträger verwenden, so musst du diesen vorher auf deinem PC formatieren. Klicke dazu einfach auf das entsprechende Laufwerk mit der rechten Maustaste und wähle den Begriff Formatieren aus. Klick dazu einmal drauf und geh sicher natürlich, dass alle Daten, die auf dem USB-Stick oder auf der Festplatte vorher waren, schon entfernt wurden bzw. gesaved wurden und jetzt kannst du anschließend dieses Laufwerk formatieren. Wichtig ist, ganz wichtig dabei ist das Format exFAT Standard. Nicht NTFS, sondern exFAT Standard. So muss dein Stick oder auch deine Festplatte auf jeden Fall formatiert werden, damit du entsprechend alle Daten dort auf der PlayStation sehen und verwenden kannst. Dies gilt aber wirklich nur für den Stick oder die Festplatte, die ihr als Datenträger benutzt, also zum Beispiel Videos oder Bilder hin und her schiebt und dort keine Games drauf speichert. Wenn ihr Games auf der Festplatte speichern wollt und diese quasi als Festplatte Unterstützung benutzt für eure PS5, dann gibt es bei der PS5 dafür ein eigenständiges Menü, was ich euch jetzt gerne zeige. Wenn ihr bereits einen Datenträger oder eine Festplatte an die PlayStation 5 angeschlossen habt, solltet ihr einmal unter Einstellungen und dann unter Speicher schauen, ob dort der entsprechende Datenträger auch angezeigt wird. Nur wenn der Datenträger dort angezeigt wird, ist er auch kompatibel mit der PS5. Wird er hier nicht angezeigt unter erweiterter USB-Speicher, ist der Datenträger nicht für die PS5 geeignet und oder falsch formatiert. Wenn der Datenträger jetzt dazu dienen soll, dass er eure Festplatte auf der PlayStation 5 unterstützt, also für Spiele oder ähnliches geeignet sein soll,
Dann müsst ihr hier als erweiterten USB-Speicher formatieren nochmal auswählen. Den Stick, den ich jetzt reingepackt habe, der ist bereits formatiert, so wie ich es euch eben am PC gezeigt habe und dient also auch nur dafür, um Videos oder entsprechende Screenshots oder ähnliches zu übertragen. Das ist jetzt kein Datenträger, der entsprechend dafür geeignet ist, Spiele zu speichern. Der USB-Stick hat ja nur 30 GB aktuell, das ist mein kleinster und da ist es natürlich ja nicht so vorteilhaft, den jetzt als Gaming-Datenträger zu benutzen, um Spiele zu speichern auf der PlayStation. Da solltet ihr schon eine relativ große Festplatte haben, vielleicht 1 TB oder 2 und dann könnt ihr das entsprechend mit der PS5 verbinden und dort eure Spiele speichern. Wichtig ist, dass ihr dann hier die entsprechende Option auswählt, damit der Datenträger als Spielespeicher genutzt werden kann. Und dann habt ihr es eigentlich auch schon geschafft. Wenn ihr das alles eingerichtet habt, könnt ihr zukünftig Spiele auf der PS5 auf euren externen Datenträger speichern. Und ganz wichtig ist dann noch zu beachten, wenn ihr die Festplatte aus der PlayStation rausnimmt, zieht bitte nicht einfach die Festplatte aus der PlayStation raus, sondern hier im Menü Speicher und erweiterter USB-Speicher gibt es dann hier auch noch eine Option, eine zusätzliche, die wird aktuell hier nicht angezeigt, weil der USB-Stick nicht als Gaming-Speicher dient, aber die neue Option wird dann hier angezeigt und dort kann man dann die Verbindung sicher trennen. So wie ihr das wahrscheinlich auch vom PC kennt, nicht einfach den USB-Stick oder die Festplatte rausziehen, sondern hier über das Menü auf sicher trennen gehen. Damit eure Daten gegebenenfalls nicht verloren gehen, ist es ganz wichtig, dass ihr diesen Schritt immer macht. Ja, und dann habt ihr eigentlich alles richtig gemacht. Ihr könnt dann eure Spiele auf der PlayStation bzw. von der PlayStation auf der externen Festplatte speichern und spart so natürlich ordentlich Platz auf eurer PlayStation bzw. müsst nicht mehr so viel installieren. Wie gesagt, ich schreibe euch nochmal in die Beschreibung, welche Datenträger für die PlayStation 5 geeignet sind. Nicht, dass ihr da irgendwas kauft, was ihr dann später bereut und dies nicht kompatibel mit der PS5 ist. Ich schreibe euch da ein paar Festplatten rein, aber auch ein paar USB-Sticks, die ihr kaufen könnt, um entsprechend an eure PlayStation anzuschließen. Ja, Leute, in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zocken. Hinterlasst gerne mal einen Daumen hoch, falls ich euch geholfen habe, oder ein Abo-Button würde ich mich natürlich freuen und schaut auch gerne mal im Kanal vorbei. Da gibt es natürlich noch einige andere Hilfestellungen für die PlayStation 5, aber auch für einige PlayStation Games. Falls ihr noch Fragen zu diesem Video habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich versuche euch natürlich immer gerne zu helfen. Und bestimmt finden wir eine Lösung zu dem Problem. Gut, Leute, an dieser Stelle wünsche ich euch noch viel Spaß beim Gamen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.